Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho, ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia und es ist soweit, wie angekündigt. Heute Apocalypse 1, Spaß bedeutet, mal 15 Multiplikator in Sunny Meadows. Und ich bin gespannt, wie es laufen wird. Das Haus ist doch ein bisschen größer als gedacht. Ich werde hier ein bisschen tryharden. Was bedeutet, ich nehme die Kerze und ein Feuerzeug mit beim ersten Run und versuche auch die weiteren Runs, dass ich immer mal die Kerze mit habe, als Lichtquelle sozusagen. Ein Feuerzeug hier draußen, eines dort drinnen, beziehungsweise eines im Geisterraum dann und eines an der Haustür, denn es bringt mir nichts, wenn ich hier draußen ein Feuerzeug habe und hier draußen regnet das jedoch, ne? Bisschen kontraproduktiv. Dann können wir immer wieder die Kerze anzünden. Dann haben wir trotzdem noch zwei Slots frei für unsere Runs. Ja, erster Run wird es nur ein bisschen nervig, da wir jetzt Kerze und Feuerzeug dabei haben. So, bup, bup. Und wir dürfen nicht vergessen, ne? Sanity Pin. Ganz wichtig, ich vergesse das leider öfter mal. Aber ja, mit der Kerze haben wir Punkt 1 eine Lichtquelle, was schon mal ganz gut ist. Und Punkt 2, haben wir auch noch den großen Vorteil, dass unsere Sanity nicht droppt. Ihr werdet sehen, hier 100%. Ich werde schauen, dass ich so gut wie es geht dann immer die Kerze direkt wieder anmache. Muss nur jetzt mal schnell üben. Mit F, okay. Gut, wir jagen Lucy Lancaster und das wird auf jeden Fall Hölle. Ich nehme jetzt noch das Thermometer mit. Ich hoffe einfach, dass wir etwas vom Geist hören werden. Müssen wir mal schauen. Also sprich, dass wir das Thermometer nicht rausholen müssen, denn dann wäre es natürlich ein bisschen doof. So. Ich werde hier ein bisschen tryharden, was bedeutet, erstmal Licht anmachen, Breakers an, Wunderbärchen. Was bedeutet, ich werde hier auch wahrscheinlich ein bisschen cutten, denn allein bis wir jetzt den Geistraum gefunden haben auf diese mit Art und Weise, könnte es schon ein wenig dauern. Er kann sich hier am kompletten Haus befinden. Deswegen eigentlich muss ich nämlich hier reingehen, Licht anmachen, Thermometer rausholen. Hey, das wird nervig. Das wird richtig nervig, deswegen hoffe ich einfach mal, dass er nicht zu weit weg sein wird. Aber ja, dann würde ich sagen, ich suche jetzt erstmal den Geisterraum. Okay, ladies and gentlemen, ich habe den Geisterraum gefunden. Da bin ich jetzt gerade eben drauf gekommen, weil auf einmal meine Kerze ausgeblasen wurde. Wir haben Minustemperaturen sogar. Das Gute ist, wir sind hier nicht weit weg vom Geisterraum, sage ich schon, vom Eingang. Was mich jetzt nur interessieren würde, ob ich eine Kerze finde. So, also, du wirst gedroppt. Denn dann haben wir hier immer eine Möglichkeit, die Kerze anzumachen und im Van auch. Wäre natürlich kontraproduktiv, wenn er meine Kerze hier unterwegs ausmacht. Aber ja, da haben wir jetzt immer von hin und her eine Lichtquelle. Gleichzeitig wird unsere Sanity hochgehalten, für den Fall, dass hier irgendwo mal die Lichter aus sind oder nicht funktionieren oder sowas. Denn zum Beispiel hier habe ich gar keine Ahnung, ob hier irgendwo ein Licht überhaupt ist. Werden wir gleich herausfinden. Hier vorne weiß ich, dass hier ein Licht ist, aber hinten keine Ahnung. Den Break ausgemacht. Er hat den Break ausgemacht, diese kleine Rotte. Kann das sein? Ah. Okay. Aber ich werde ja auf jeden Fall die Lichter anmachen. Nein, hier ist an. Warum geht dann hier kein Licht an? Gab es hier eine Wand? Keine Ahnung. Also ich werde trotzdem weiterhin die Kerze in der Hand halten. Einfach damit unsere... Okay. Ich werde sie doch nicht mehr in der Hand halten. Ich wollte gerade sagen, damit einfach unsere Sanity hier nicht drunter leidet. Wir werden jetzt hier auf diesem Weg gerade ein bisschen viel droppen. Das ist sehr, sehr unschön. So, jetzt ist Sanity da. Kerze können wir da droppen. Feuerzeug bringe ich jetzt auch gleich mit rein. Und dann haben wir dort immer so... Na, können wir die ganze Zeit mit der Kerze hin und her gehen. Sanity bleibt oben. Und dann sehen wir auch hier, obwohl wir ab und zu mal im Dunkeln waren. Unsere Sanity ist um 5% ungefähr gefallen. Plus, minus. So. Deadwagon, Feuerzeug mit rein. Und wenn ich nicht wundern sollte, Bild eine andere Quali haben. Ich bin hier mal mit den FPS ein bisschen runtergegangen. Einfach damit das Bild trotzdem flüssig ist. Nächsten Videos werden wieder normal in HD sein, ganz wie wir es kennen. So. Also, Lucy Lancaster. Kruzifix, Foto, entkommen. Entkommen während der Jagd. Wir brauchen Line of Sight dafür. Mit diesen Einstellungen, das wird nichts. Das wird nichts. Deswegen, die Challenge, glaube ich, wird heute ein bisschen schwieriger, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Sollte ich verrecken, dann ist es so. Foto vom Geist müssen wir auch schauen, aber Tryout-Modus on. So, bup, bup. Und Kerze nicht vergessen. So, er hat den Breaker ausgemacht, diese kleine Ratte. So, wo ist jetzt mein Feuerzeug? Ist natürlich jetzt Genius. So, Kerze, Feuerzeug droppen, Kerze mitnehmen. Ist cool.
So, er hat nur den Breakout gemacht. Was bedeutet, die Lichter dürften jetzt wieder eingehen. Sehr schön. So, ich check ein. Hallöchen. Wir müssen nur immer diese kurze Spanne am Geisterraum. Da könnte es sein, dass er gerade roamt und uns vorher die Kerze ausbläst. Aber sonst sollte sie eigentlich lang genug anbleiben. Diese Stelle hier ist auch böse. Hier droppt auch die Sanity. Und wie gesagt, dass hier kein Licht geht, finde ich gar nicht nett. Finde ich sehr unschön. Es ist allgemein gerade echt schwer, hier klarzukommen. Da es hier abnormal dunkel ist. Alter Vater. War hier der Geisterraum oder eins früher? Ich weiß gar nicht, weil jetzt... Wieso ist hier eine Tür zugestellt? Nee, hier war der Geisterraum nicht. Oder? Nee. Okay, doch, eine Tür weiter. Er hat schon wieder ein Breakout gemacht. Da gehe ich recht direkt wieder in Richtung Hantu. Alter, ja, übertreib's nicht. Aber eigentlich müssten wir doch hier unser Equipment sehen, oder? Wo habe ich das gedroppt? Ah nee, noch ein Raum weiter. Noch ein Raum weiter, okay. Also, Triad wird hier groß geschrieben. Theoretisch. Okay, wir haben keinen Breaker. Wir müssen jetzt Gas geben. Schauen wir mal schnell. Tür anschauen. Nein, so schnell bin ich doch nicht. Okay, Sanity Drop ist da. Nein, da hätten wir unser Geisterfoto bekommen. Denn, ihr dürft nicht vergessen, Geister kennen und alle Nebenquests mit Geisterfoto braucht man für die Challenge. Ah, eins weiter. Ich hab wieder fast vergessen. So, also. Dann, EMF hatte ich gar nicht dabei. Ach nee. Okay, EMF. Ich werde jetzt erstmal die Fingerabdrücke ausklammern. Das wäre jetzt natürlich genius. Okay, ich muss mir merken, hier, ja, okay, entspann dich. So, keine Fingerabdrücke. Hier an der Tür, bei einer Ratte, lege ich das Feuerzeug hin. So, und jetzt Abmarsch, nächsten Run holen. Also er macht es mir gerade nicht einfach. Er ist sehr aktiv, sehr engagiert vor allem. Und das ist sehr, sehr unschön. Theoretisch hätten wir gleich eine Lichtquelle, sobald wir den Break wieder anmachen. Jetzt sind wir außerhalb vom Geisterraum oder weit genug weg vom Geist hoffentlich, damit wir unsere Kerze nicht ausboosten. Was bedeutet, ab jetzt droppt unsere Sanity nicht. Ich frage mich nur gerade, gut, ich hätte jetzt natürlich öfter rein und raus gehen können, bis wir jetzt Quests haben, die machbar sind. Aber habe ich jetzt nicht getan und ich mag die Herausforderung. Ich mag die Herausforderung und vor allem... Okay, uns hat die Sicherung rausgehauen. Uns hat eiskalt die Sicherung rausgehauen. Crazy. Denn normalerweise, wenn jetzt zum Beispiel der Geist das gemacht hätte, dann wären die anderen Lichter wieder an. Aber na, gerade eben, ich habe die Sicherung reingemacht und alle Lichter waren unten. Uns hat die Sicherung rausgekommen, weil wir zu viele Lichter an hatten. Also, EMF hängt hier noch. Wir haben bis jetzt nur Freezing. Fegis könnten wir vielleicht ausklammern. Wir haben einen engagierten Geist. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir vielleicht dann irgendwas uns ersparen können. Aber, nee. Wir nehmen die beiden mit. Die fühle ich. Die fühle ich. 76%. Wir müssen gut darauf achten. Wir brauchen unser Kruzifix frühzeitig. Mit diesen Geistern haben wir 50, 50, 50, 50, 50. Kerze. Könnte jetzt nach hinten losgehen. Und Moro. Das könnte nach hinten losgehen. Also sollte es auf einmal zu New York kommen, wissen wir Bescheid. Okay, aber wir drücken uns einfach mal die Daumen, dass es nicht der Moro ist. Hoffen wir das Beste. Okay, hier mache ich auch wieder Licht an. Dann hier im nächsten Raum muss ich eigentlich nicht wirklich Licht anmachen, denn der Lichtschalter funktioniert nicht. Jupp, den lassen wir jetzt einfach aus, weil vielleicht wird das trotzdem noch als Lichtquelle gewertet. Also auf gut Deutsch, hier würde unsere Zenit oder, ne, ein Lichtschalter mehr könnte eben dann die Sicherung raushauen. Deswegen lassen wir die jetzt aus. Dich machen wir hier an, damit wir hier Licht haben, Wunderbärchen und Geisterraum. Mehr müssen wir jetzt mal schauen. Hier machen wir aus. Denn wenn das bis jetzt mit diesem Licht hier funktioniert hat, funktioniert es auch, wenn wir das Licht hier anmachen. Freezing ist hier drin immer noch. So, jetzt erstmal kurz reden. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Okay. Wir dürfen hier nicht zu viel Zeit verschwenden.
Ne? Das gibt ja viele, die 10.000 Mal mit dem Geist reden. Aber ich mache die Kerze aus und mache sie gleich wieder an, denn es kann sonst sein, dass sie unterwegs ausgeht, weil sie einfach zu lange gebrannt hat. So, also, Box hatte ich nichts. Buch liegt drin. Pingis hatten wir nicht. Warte. Wir können gerne nochmal schauen. Irgendwie finde ich, das sieht wie ein EMF-5-Geist aus. Der wirkt sehr engagiert mit den Türen. Also, sehr aggressiv mit den Türen. Deswegen EMF-5 finde ich gerade plausibel. Jetzt. Kleine Ratte, hör auf mit dem Schmarrn. Na gut, dass wir hier die Lichter haben. So. Tschüss. Das Problem ist, Onryo-Test zu machen, ungünstig. Ja, denn damit könnte man vielleicht eine Jagd provozieren. Wir müssen jetzt auch langsam schauen, dass wir Kruzifix mit reinbringen. Ich will jetzt noch den letzten Run hinbekommen. Wir haben dann immer noch kein EMF, aber vielleicht wird das dann ausgeklammert durch die Beweise, die wir haben. Vielleicht sogar confirmed durch die Beweise, die wir haben. Aber jetzt auf jeden Fall erstmal den letzten Run. Sprich, EMF, sag ich schon, Dots und Videocam. Und sollte es danach nochmal zu einem Run kommen, dann nehmen wir EMF mit Kruzifix mit. So. Oh, let's go. Schauen wir mal, ob wie unsere Sanity jetzt aussieht. Denn langsam kann es natürlich eng werden. Und es nervt mich, dass ich dieses Foto nicht habe. 71, wir haben fast nichts verloren. Das ist sehr gut. Ach ja, ich habe ja noch keine Videocam drin. Mein Gott. Jetzt wird's tricky. Das hier ist jetzt der schlimmste Run. Und hier nehme ich jetzt auch schon direkt einen Kruzifix mit. Denn hier wird unsere Sanity droppen, denn wir haben das Stativ. Wobei, ich kann nicht glauben, dass ich das mache, Ladies and Gentlemen. Ich kann nicht glauben, dass ich das mache. Wer mich kennt, weiß, dass ich nie eine Videocam ohne Stativ mitnehme. Aber in dem Fall ist es jetzt besser, denn wenn ich das Stativ in der Hand halte, kann ich keine Kerze in der Hand halten. Wir haben zwar jetzt alles hier gut ausgeleuchtet, aber nicht alles. Und es kann jederzeit wieder sein, dass der Breaker ausgeht. Deswegen habe ich dann lieber eine Lichtquelle, die meine Sanity sichert, als nichts. Ach, es tut so weh. Es tut wieder weh. Es tut wieder weh. Vielleicht finde ich einen geeigneten Spot für die Videocam, dass ich wirklich einen Raum schön einsehen kann und das ähnlich ist wie mit dem Stativ. Aber, wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich schon seit Jahren gefühlt keine Videocam ohne Stativ mehr platziert habe. Es ist gerade, es tut weh. Es tut wieder weh. Es tut wieder weh. So. Ich gehe jetzt hier mal kurz raus. Und wir schauen hier schon mal manuell. Ganz kurz. Hier haben wir ein Orb und ein Bällchen. Also. Tragen wir direkt ein. Ravioni. Ah, hier. EMF5 ist direkt raus. Fingerbrücke haben wir nicht. Bug ist raus. Dots, Buch. Yure. Ja, doch. Yure wäre plausibel. Ox könnten wir gerne nochmal checken. Aber glaube ich jetzt irgendwie nicht. Also das Buch ist unbeschrieben. Ich gehe jetzt sehr stark Richtung Dots, würde ich sagen. Yore, die ganzen Türenspielereien. Ich hoffe, die sieht gut aus. So. Hat mich gefreut. Schön, dass du da gewesen bist. Und das EMF haben wir nicht gebraucht. So. Ich bin weg. Habe ich das Licht ausgemacht? Entschuldigung, ich bin wieder da. Ich habe vergessen, das Licht auszumachen. Macht dir keinen Stress, gell? So, und ich mache jetzt einfach hier die Tür zu, damit uns das Licht hier draußen nicht stört. Also, sollte es wirklich ein Yore sein? Das würde natürlich die Türen erklären. Deswegen bin ich auch gerade eher beim Yore. Und ich hoffe einfach mal, dass kein Andre ist und irgendwann meine Kerze ausgeblasen wird, dass die dritte Kerze ist und er anfängt zu jagen. Ja, das, ja. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein kleines Problem. Wir brauchen noch die ganzen Nebenquests. Entkommen, Foto, Kruzifix. Kruzifix, Yore. Foto, ja, da sich auf eine Jagd drauf ankommen. Das ist jetzt die große Preisfrage. Das ist die große Preisfrage. Müssen wir mal schauen. Wir brauchen halt für die Challenge alle Quests plus Geisterfoto plus Entkommen. Und halt Geist richtig erkannt. Das ist die große Herausforderung. Wir können theoretisch viel Zeit schinden, dass wir das Foto bekommen. Doch wie geht's dann weiter? Das Gute ist, er kann den Geisterraum nicht wechseln. Hier drin hatten wir Freezing, dort ist der Geisterraum. Dort wird er wieder hier zurückkommen, dort sollten wir das Buch kriegen oder Dots oder je nachdem, was wir eben haben. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll gewesen, vielleicht die Tür aufzumachen. Dann sollte es ein Yore sein. Da sind Dots oder welche, wir haben ein Yore. Denn, wenn die Tür offen ist, hat der Yore die Möglichkeit, diese Tür mit einem Ruck komplett zu schließen. Das können andere Geister nicht, außer durch ein Event. So, Kruzifix. Kruzifix mit rein, Räucherstäbchen mit rein.
Das Gute ist, wir haben drin Feuerzeug. Somit haben wir auch schon Feuerzeug für die Räucherstäbchen. Und der Raum ist klein genug, damit wir das Kruzifix triggern können. Oder ein Kruzifix reicht, besser gesagt. So, das haben wir dabei. Räucherstäbchen haben wir dabei. Let's go. Fotoapparat dann in die Hand nehmen. Schauen, dass das Licht anbleibt. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt eine Kerze haben. Es reicht, wenn wir ein Fotoapparat drin haben. Und vielleicht werde ich mich vor den Raum stellen. Damit, für den Fall, dass er spawnt, er nicht direkt in meiner Fräse steht, damit ich das Geisterfoto bekomme. Müssen wir jetzt natürlich schauen. By the way, das hier ist mein erster Versuch dieser Challenge in Sunny Meadows. Und auch wirklich so komplett perfekt. Ich habe schon mal einen perfekten Run hinbekommen, aber eben noch nicht in Sunny Meadows und das war eigentlich nur Luck. Schauen wir mal, wie es klappt. Und ja, Jagd entkommen ist halt tricky. Er hat Hyperspeed mit diesen Einstellungen. Macht es nicht einfach. So, also dieser Raum hier ist komplett abgedichtet. Aber Yuri sind Roamer. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Yuri außerhalb des Geisterraumes spawnt, ist sehr, sehr hoch. Also eigentlich wäre es sinnvoll, nochmal ein zweites Kruzifix zu bringen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen warten. Solange hier das Licht noch an ist, unsere Sanity noch gut ist, haben wir nichts zu befürchten. Wir haben noch ungefähr 20% Puffer und hier ist das Licht an. Was bedeutet, unsere Sanity droppt nicht. Sollte natürlich auf einmal das Licht ausgehen, aber ein kleines Problem. Ich muss jetzt auf ein Event hoffen. Wir brauchen das Geisterfoto. Kruzifix müssen wir dann drauf ankommen lassen, aber da könnten wir theoretisch dann auch zum Eingangsbereich gehen. Im Eingangsbereich vielleicht ein Licht anmachen und Räucherstäbchen in die Hand. Denn dort hinten, wer sich erinnert, wenn wir reinkommen, ist doch da die Rezeption und links davon ist ein Raum und da ist ein Schrank. Diesen Schrank kann man, finde ich, sehr, sehr gut als Versteck nutzen. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier dicht ist, weil wir eingestellt haben, dass wir keine Verstecke haben. Aber theoretisch sollte es machbar sein, diesen zu nutzen. Problem ist an entkommendem Geist während einer Jagd ist, dass er Line of Sight gehabt haben muss. Was bedeutet, wir müssen ihn aktiv räuchern oder, gut, wir müssen eigentlich nicht räuchern. Zeigen und ab ins Versteck würde auch reichen, aber bei dem Hyperspeed, den er haben wird, durch die Einstellungen, können wir uns nicht zeigen, ohne zu räuchern. Deswegen stelle ich mich hin, werde ihn zu mir kommen lassen, werde räuchern, ganz egal wie nah er ist, und werde dann ins Versteck laufen. Deswegen müssen wir das da hinten machen. Das bedeutet aber auch, ich muss ihn dann dahin locken. Alter, hast du mich gerade nervös gemacht. Madam, das war beautiful. Das war beautiful. Kruzifix ist drinnen, entkommen Geist während einer Jagd, okay. Dann heißt es jetzt Triad. Licht weg. Der Yuri wird in seinem Geisterraum bleiben oder in der Nähe seines Geisterraumes. Unsere Sanity ist jetzt wieder gedroppt. Ich gehe jetzt hinter Richtung mein Versteck. Und werde einfach jetzt darauf warten, dass das Kruzifix angeknuspert wird. Sobald ich merke, okay, das Kruzifix ist hier erledigt, werde ich mit Licht vor meinem Versteck stehen. Das wird auf jeden Fall Hölle. Das wird auf jeden Fall Hölle. Also. Hier drin ist mein Versteck. Wir können mal kurz schauen. Okay, der Schrank ist jetzt gerade gestellt. Okay, der Schrank ist nicht als Versteck. Okay, also das ist ein offizielles Versteck. Kacke. Okay. Dann will ich vielleicht nicht... Okay, ich habe einfach so einen Panik-F-Drücker gemacht. Dann will ich vielleicht nicht drauf ankommen lassen, ob er zu mir hinkommt. Sollte er zu mir kommen, kann ich räuchern. Und wenn nicht, ja. Also ich versuche mich bedeckt zu halten. Wird vielleicht sein, dass wir da mehrere Jagden warten müssen. Aber ich werde mich hier hinten verstecken. Hoffen, dass er nicht unbedingt zu mir kommt. Ne? Licht außen, alles. Oh. Ich will die ganze Zeit F drücken, Licht auszumachen, aber es ist ja das Licht. Kacke. Zwei Räucherstäbchen waren es nur. Aber gut. Öfter als einmal die Räucherstäbchen nutzen, will ich nicht. Wobei. Apropos. Vorsichtshalber, zwei rein. Jetzt wäre es natürlich besser, hätten wir jetzt vier gehabt. Haben wir jetzt nicht. Denn damit können wir natürlich auch Zeit überbrücken. So, also einmal Räucherstäbchen hier. Eines werde ich in der Hand halten. Jetzt die Licht aus. Und Blick auf die Tür. Also. Kruzifix muss getriggert werden. Was bedeutet Jagd? Und die Quest muss abgeschlossen werden. Sobald das erledigt ist, kann ich meine... Was wollte ich sagen? Genau, kann ich mich hier ein bisschen offener hinstellen, vielleicht sogar mal die Lampe anmachen oder sowas und kann ihn aktiv räuchern. Das Gute ist, ich muss ihn eigentlich nicht wirklich räuchern, das würde schon reichen, wenn er vorne am Eingangsbereich, den wir jetzt hier einsehen können, hier, wenn er hier richtig kommt, mich hier so sieht, dass ich Heartbeat habe. Das würde schon reichen und dann hört die Jagd auf. Wäre super.
ist nur ein bisschen doof, sage ich jetzt einfach mal so. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass er mich da sieht und danach endet die Jagd, sodass wir das abschließen, ist ein bisschen, wie sagt man, gering. Deswegen muss man mal schauen. Ich bin jetzt hier im Dunkeln. Wir sind zwar in Sunny Meadows, aber durch die Einstellungen droppen uns seine Titel. Okay. Jagd ist vorbei. Das Problem jetzt gerade an dieser Quest ist Eurysyndrome. Das bedeutet, wir sind ganz unterwegs. Wir haben jetzt kurz wegen dem Geister rum. Klar, ist natürlich der beste Spot. Aber ein Drome ist halt nicht so und nicht unbedingt häufig in seinem Geister rum. Das bedeutet, es könnte längere Zeit dauern, bis das Kruzifix triggert. Das ist auf jeden Fall problematisch. Was gerade von Nachteil ist, denn normalerweise könnten wir ihn dann später anlocken mit sowas wie einer Taschenlampe. Haben wir jetzt gerade nicht. Deswegen überlege ich gerade ein elektronisches Gerät mit reinzunehmen, mit dem wir ihn dann anlocken können. Ich werde jetzt auch in der nächsten Jagd, sollte es soweit kommen. Okay, Kruzifix ist abgeschlossen. Okay, denn meine Überlegung war gerade, es nochmal auf eine Jagd ankommen zu lassen und eine Jagd dann zu warten, wie lange es dauert, bis die Tür wieder aufgeht. Sagen wir mal, wenn ich dann auf die Uhr schaue und das dauert 40 Sekunden, dann kann ich bei 30 Sekunden ungefähr, kann ich ihn dann andocken, indem ich dann das elektronische Gerät anmache oder rede, damit er meine Richtung kommt, damit er Line of Sight kriegt. Aber wenn ich das zu früh mache, ich habe so zwei Räucherstäbchen, die ich nutzen kann, aber wenn ich es zu früh mache, ist die Jagd noch nicht vorbei, er ist noch in meiner Nähe und killt mich. Das könnte dann tricky werden. Also, alles was uns jetzt davon abhält, diese Quest zu erledigen, diese Challenge, ist die Jagd. Okay. Ich habe jetzt Plan B. Wegensensoren. Der Wegensensor zählt nicht als Lichtquelle, also es wird den Geist nicht anlocken, aber dadurch habe ich eine leichte Lichtquelle. Ich mache jetzt hier kurz Licht an. Hier. Und, ja, wobei, ich bräuchte das eigentlich fast noch weiter vorne. Das hat schon mal getriggert, ein Bällchen. Und wir machen es einfach hier. Eine kleine Lichtquelle, damit ich weiß, kommt er zu mir oder nicht. Selbst wenn ich ihn nicht sehe. Okay. Ich werde mich jetzt bedeckt halten in der nächsten Jagd. Ich habe jetzt auch hier das Licht an, das werde ich auch in der nächsten Jagd dann machen, damit ich weiß, sobald die Jagd vorbei ist. Und jetzt, sobald diese Tür zugeht, das Kurzweg dürfte bald durchgenuckelt sein, sobald diese Tür zugeht, achte ich auf meine Zeit, meine Aufnahmezeit, das ist momentan bei 26 Minuten, und werde schauen, wie lange die Jagd dauert. Damit ich wirklich in den letzten 10, 20 Sekunden anfangen kann, ihn zu triggern, bis wir es dann so weit haben, dass ich ihn räuchern kann, oder besser mich sieht, und wir dann lebendig hier hoffentlich rausgehen können mit allen erfüllten Quests. Wird es nicht einfach, aber ja. Wir sind bereits in Hunting Range. Er wird jetzt gerade noch dabei sein, das Kurzweg durchzunuckeln. Hat ja noch ein paar Charges. Und gleich geht die Tür zu. Da startet die nächste Jagd. Dann kann ich jetzt auch hier im Licht bleiben, denn ja, wir könnten jetzt vielleicht noch drauf ankommen lassen, dass wir auf 0% droppen. Also Licht aus sozusagen. Aber ja. Naja gut, machen wir es so. Und droppt die Sanity schneller, dann ist er schneller auf 0%. Ach ja, und das hier ist auch das zweite Problem, das wir dann haben werden. Ich muss auch was sehen, damit ich die Räucherstäbchen nehmen kann. Ja, wir können Feuerzeug nehmen, aber wenn man hier in Panik ist und schnell die Räucherstäbchen nimmt, na, könnte ein bisschen tricky werden. Okay, Ladies and Gentlemen, nur noch eine Quest hält uns davon ab, diese Challenge mit mal 15 hinzubekommen. Viele haben es schon geschafft, aber bei mir ist es der first try. Hier in Sunny Meadows. Und nicht, dass ich die ganze Zeit draußen reingebe, die ich Quest habe, die passen, sondern einfach nur random rein.
Ja. Deswegen, das hier wäre jetzt natürlich schon schön, wenn das klappen würde. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Da ist natürlich gut, dass wir in der letzten Runde ein bisschen mehr Cash bekommen haben. Somit habe ich eigentlich genug Möglichkeiten oder genug Geld übrig, dass ich jetzt hier auch mal sterben kann, ohne dass es mir nicht schmerzt. Okay. Wir haben jetzt einfach den Bracket wieder angemacht, einfach weil ich es kann. Also die Ruhe vor dem Sturm. Ich überlege, es wäre halt das Clevere, erst darauf zu warten, wie lange die Jagd dauert. Denn ich weiß jetzt nicht, ob es 40, 50 oder 60 Sekunden sind. Und ihn danach erst anzulocken. Das wäre das Clevere. Nicht ganz so clever wäre, es jetzt schon in der nächsten Runde zu versuchen, indem ich einfach ganz normal weiter kommentiere und wenn er in meine Nähe kommt, ihn zu räuchern. Ihr wisst, wofür ich mich entscheiden werde, oder? Ihr wisst es. Ich weiß es leider auch. Deswegen wird es auf jeden Fall risky, aber es soll funktionieren. So. Langsam ist hoffentlich unsere Sanity auf 0%, denn solange sie noch nicht auf 0% ist, entscheidet sozusagen der Geist bei der Jagd. Na, kann er motiviert sein, nicht motiviert. Okay. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen weiterreden. Hin und wieder mal ein Wort sagen. Darauf hören, ob er in meine Nähe kommt. Bis jetzt ist noch alles clear. Ghosty, kommst du? Wo bist du, Monsieur? Yuri? Bist du hier? Yuri? Komm in meine Richtung, komm her. Na komm, sei ein braver Junge. Hallo, Mr. Yuri. Wo bist du? Komm her. Yuri. Komm zu mir, na komm. Sei nicht schüchtern. Ich glaube, die Jagd könnte jetzt schon langsam vorbei sein. Yep. Ich habe natürlich nicht drauf geachtet. Das ist natürlich genius. Aber die Jagd dauert nicht allzu lange. Das war jetzt keine Minute. War hier nicht irgendwo ein Lichtschalter? Jawohl. Bitte anmachen, danke. Okay, mein Problem ist gerade, ich weiß nicht genau, wie weit ich nach vorne kann. Na, ich möchte jetzt natürlich nirgendwo hingehen, wo dann hinter mir die Tür zugeht. Und dann bin ich in der Sackgasse. So. Ich habe jetzt hier die Räucherstäbchen ein bisschen näher platziert, damit ich räuchern kann und dann hoffentlich zu denen kommen. Es wird halt jetzt nicht einfach. Aber wir stellen uns jetzt hier ein bisschen aggressiver hin. Okay. Jetzt schaue ich, 30, 20. Sollte ich überleben, weiß ich wie lange die Jagd danach dauert. Yuri. Komm her, mein Freund. Casey? Lucy? Lucy? Lucy, komm zu mir. Lucy? Komm zu mir, meine Kleine. Hallo, Lucy. Komm her zu mir, na komm. Sei nicht schüchtern, na komm. Lucy, wo bist du? Lucy? Ich trau mich nicht. Okay, Jagd ist vorbei. Eine Minute. Eine Minute dauert sie, weil jetzt ist auf meiner Uhr 31:20. Und bei 30:20 haben wir Oakfanger. Eine Minute dauert die Jagd. Das gefällt mir gar nicht. Es ist schon länger als gedacht eigentlich. Wir müssen jetzt hoffen, dass sie in meine Richtung kommt. Denn ich will nicht zu weit rausgehen. Klar, hier bin ich auch irgendwie in der Sackgasse, aber hier kann ich noch mehr machen, denn hier ist gewohntes Terrain. Wir haben die Tür im Blick. Jetzt nicht einfach, das... Lucy! Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie kommt nicht in meine Richtung. Sie ist zu weit weg.
Lucy, bist du hier? Ich denke die ganze Zeit, dass ich sie links höre. Lucy, bist du hier? Na komm. Wo bist du, meine Kleine? Na komm. Ich sag deswegen meine Kleine wegen Visage. Wer das Spiel kennt, weiß, wovon ich rede. Lucy. Na komm, komm zu mir. Ich stehe ganz frei, ganz offen. Du musst keine Angst haben. Hier will niemand was tun. Nee. Ja, nicht einfach. Aber wie gesagt, ich will hier auch nicht... Ich will es auch nicht zu risky. By the way, ich kann ja eigentlich beide Räucherstäbchen mitnehmen. Es ist halt... Ja, es wäre sinnvoller, wenn wir weiter nach vorne gehen. Aber das Problem ist halt, wir können uns nicht einfach nur in den Raum verstecken. Wir müssen nicht nur eine Jagd überleben, sondern wir müssen... ja, wir brauchen Line of Sight. Wir müssen Line of Sight brechen. Das ist das Schwierige gerade. Und hier ist die Tür zu. Oder nicht zu, aber da sehe ich nichts. Lucy, komm zu mir. Bei der Winterjagd drücke ich sogar noch auf V. Damit es mich auf jeden Fall hat. Lucy, komm zu mir, Ghosty. Na komm. Wo bist du? Na komm, zeig dich. Mach's nicht schlimmer, als es ist. Hallo. Ich hoffe halt, dass sie random rumläuft und dann irgendwann random in meine Richtung kommt. Dachte gerade, ich hätte zwischen den Geräuschen einen Step gehört. Aber ja, Lucy hat keine Lust, hier hinzukommen. Vielleicht muss ich mich wirklich in ihren Bereich begeben. Gut, das machen wir. Das machen wir. Jetzt ist natürlich Full Risk. Jetzt könnte es sein, dass wir sterben, denn ich will mich in den Nebenraum oder so begeben. Sollte sie dort spawnen, bin ich tot. Okay, let's go. Wir sind jetzt auch ungefähr auf 100, auf 0%. Das bedeutet, sie kann Chain hunten. Licht an. Da hinten ist der Geisterraum. Hier ist irgendwo ein Raum. Der hier. Hier würde ich mich gern verstecken, denn hier habe ich dieses... Es ist kein Versteck, aber hier, ne, so ein bisschen Deckung. Geiles Licht, oder? Mit Hölle. Weil ich muss danach hier noch rauskommen. Ich weiß nicht, wann sie anfängt zu jagen. Ich will nicht reden, während sie schon anfängt.
Lucy. Ghosty. Komm her. Na, wo bist du? Komm her. Na komm, komm zu mir. Komm her, na komm. Zeig dich. Nein. Nein, nein, nein. Es hat nicht... Ah, Kacke. Ich habe ungefähr versucht, auf die Uhr zu schauen, um sie dahin zu locken. So, Licht an. Hier drüben auch. Ah, du gehst weg. Es ist echt nicht einfach. Wir müssen halt taktieren, dass wir sie anlocken. Dass wir Line of Sight bekommen. Das ist gut, wenn sie da hinten ist. Aber... dass wir eben dann auch noch wieder entkommen können. Wir haben zwei Räucherstäbchen, aber wir können uns ja nicht, wir können ja nicht laufen. Wir können nicht einfach das Portal in sie reinlaufen. Ja. So, heißt das nächste Jagd abwarten. Hier haben wir zum Glück die Steps, was bedeutet, wir wissen, wann die Jagd anfängt. Das ist nicht einfach. Gar nicht einfach. Und ich muss langsam auf Toilette. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Das Gute ist, wir hätten hier oben theoretisch dann das Licht. Weil das Licht ausgeht, wüssten wir, okay. Die Jagd. Wir haben es geschafft, Ladies and Gentlemen. Abmarsch raus hier. Wir sind leider jetzt im Chainhunting-Bereich, was bedeutet, sie kann relativ zeitig wieder anfangen. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt einfach hier schaffen, rauszukommen. Wir haben jetzt alles. Wir haben das Geisterfoto. Wir haben die Quest. Also alle Quests. Wir haben den Geist richtig erkannt. Abmarsch. Oh, warte mal, ich bin schon hier. Oh, das ging schneller als gedacht. Okay, Abmarsch nach draußen. Ich dachte kurzzeitig, ich hätte mich verlaufen, aber als ich dann... die Ding gesehen habt, die Kirche. Was zeitig. Ich hätte jetzt natürlich ein Kruzifix reinwerfen können, um uns ein bisschen Zeit zu kaufen, aber ich war doch nie so froh, diesen Regen zu hören. Ja. Den Donner habe ich nicht vermisst. Okay, wir haben hier jede Quest. Unter einem Geisterfoto war sogar eine Quest. Wir haben den mal 15 Multiplikator. Wir haben den Geist hoffentlich richtig erkannt, aber wir hatten ja Gefreezing, Dots und Orb. Durch die Dots können wir auch keinen Mimic mehr haben. Was bedeutet, wir haben's. Abmarsch. First try. Erster Versuch hier mit diesen Einstellungen mal 15. Und ihr seht das auch, wenn man eine Quest hat, die schwierig ist, sind diese Einstellungen möglich. Und jetzt schaue ich, jetzt hoffe ich, dass wir die auf die Trophäe haben. Wir haben die Geist richtig erkannt. Jetzt haben wir, by the way, jetzt schauen wir mal, wie viel Geld wir kriegen. Wir hätten jetzt natürlich auch noch sowas wie einen perfekten Run machen können. Ne? Also mit gut Knochen jetzt schwierig, aber... Yo. Yo. Yo, okay, täglichen Quests sind doof. Aber wir haben jetzt einfach mal 2000 rausgeholt. Lesen. Ja, gebt euch das mal. Dadurch, dass wir den Geist richtig erkannt haben, allein für die Quest Geist richtig erkennen, 50, kriegen wir schon $750. Alter Förder ist. Also, das ist meine Belohnung. Da freut es sich, oder freut man sich, diese Challenge zu machen, diese Quest, diese zu schaffen. Ganz ehrlich. Mit diesem Geld sind jetzt 3 Runs drin. Ich kann es dreimal verrecken. Also ich habe mir jetzt 3 Tode gekauft sozusagen. Mega. 20 Level-Ups. Ich bin happy. Und jetzt schauen wir mal. Habe ich die Trophäe? Hier seht ihr sie. Ladies and Gentlemen, wir haben diesen wunderschönen Schädel bekommen. Mit den Einstellungen mal 15, die ich euch gesagt, gezeigt oder whatever habe. Ihr könnt es jetzt auch versuchen. Versucht diese Challenge. Achtet natürlich darauf, dass ihr Quests habt, die möglichst ohne Jagd vonstatten gehen. Sowas wie Salz, sowas wie Kerze und so weiter. Vielleicht Bereich reinigen. Oder räuchern, besser gesagt. Und ja,
Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.